Schauen wir uns mal den Prohibited in the 5th Degree Vaporizer an. Dieses Modell ist ein 2-in-1 Vaporizer Modell von V2 und bietet ein Magnetpatronensystem mit intelligenter Technik an, um dir die besten Ergebnisse aus deinen Kräutern und Konzentraten zu bieten. Im Inneren der Box findest du den Prohibited in the 5th Degree Vaporizer, eine lose Blattpatrone, eine Wachspatrone, ein USB-Kabel, ein Wandladegerät plus EU-Adapter, drei Filter, drei Füllhilfen. Und wenn du bei uns bestellst, kannst du optional einen süß Bolt Grinder aus anodisiertem Aluminium kostenlos dazu bekommen. Zuerst solltest du das Modell sterilisieren. Um dies zu tun, lege die Kräuterpatrone ein und drücke den Netzschalter auf der Vorderseite des Gerätes dreimal schnell, um das Modell zu entriegeln. Nach einem kurzen Moment drücke den Netzschalter zweimal schnell und die drei Lichter der Hitzeeinstellungen beginnen zu blinken. Wenn drei Lampen leuchten, drücke den Netzschalter erneut und das Modell erhitzt sich dann auf die höchste Temperatur. Diese beträgt 225 Grad Celsius. Der Prohibited in the 5th Degree wird automatisch anfangen zu heizen. Lass ihn einfach liegen und warte, bis er einen vollen Zyklus durchlaufen hat. Nach 2 Minuten wird der Prohibited in the 5th Degree sich automatisch ausschalten. Um ihn wieder einzuschalten, drücke und halte die Starttaste für 3 Sekunden und starte die Erwärmung erneut. Wiederhole diesen Vorgang 3 weitere Male, um die Sterilisation abzuschließen. Dies wird alle Herstellungsöle, die bei der Herstellung ins Modell gelangt sein könnten, entfernen. Sobald du damit fertig bist, kannst du dein Modell mit frisch gemahlenen Kräutern befüllen. Um deine Kräutermischung zu mahlen, empfehlen wir immer die Verwendung des Süß Bolt Grinder. Der Bolt Grinder wurde kalibriert, um deine Kräutermischung auf die perfekte Konsistenz für die Verdampfung zu zerkleinern. Das bedeutet, dass sie klein genug ist, um in deinem Modell richtig verdampft zu werden, aber nicht zu klein, um darin herumzufliegen. Um das Modell zu befüllen, drehe das Mundstück ab, um die Heizkammer freizulegen. Mit deiner Süßschaufel lade frisch gemahlene Kräuter in die Heizkammer. Fülle die Kammer recht voll, klappe den Deckel zu, schraube das Mundstück wieder auf die Heizkammer und du kannst mit dem Verdampfen beginnen. Der Prohibited in the 5th Degree Vaporizer hat 3 Temperatur- und Spannungseinstellungen, die von 3 LED-Lichtern an der Vorderseite des Modells angezeigt werden. Um die Einstellungen zu ändern, entriegele das Gerät, indem du dreimal schnell auf den Netzschalter klickst. Einmal entriegelt, können die Temperatur und die Spannung geändert werden, indem du die Taste zweimal schnell drückst und dann noch einmal, wenn das entsprechende Licht aufleuchtet. Wenn ein Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Modell auf 200 Grad Celsius für Kräuter oder 3,7 Volt für Wachse eingestellt ist. Wenn 2 Lichter leuchten, liegt die Temperatur bei 210 Grad Celsius oder 4,2 Volt und wenn alle 3 leuchten, wird das Modell bei Verwendung der Konzentratpatrone auf 225 Grad Celsius oder 4,7 Volt eingestellt. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verdampfung auf der zweiten Einstellung mit 210 Grad Celsius oder 415 Grad Fahrenheit für Kräuter und 4,2 Volt für Konzentrate. Um dieses Modell zusammenzufassen, möchte ich einige der Hauptmerkmale, die den Prohibited in the 5th Degree so großartig machen, aufzählen. Das erste ist das Magnetpatronensystem des Prohibited. Dies ermöglicht es Benutzern, leicht zwischen Kräutern und Konzentraten zu wechseln und die intelligente Technologie weiß, wie sie die Patronen lesen und heizen muss, um die richtige Dampferfahrung zu liefern. Das zweite Merkmal ist die Benutzerfreundlichkeit des Prohibited. Die Ein-Knopf-Bedienung des Modells macht ihn sehr einfach in der Bedienung. Er ist einfach zu befüllen, zu reinigen, zu laden und seine einfache Funktionalität macht ihn zum perfekten Vaporizer für Anfänger sowie für echte Kenner. Das dritte Merkmal ist die Portabilität des Prohibited. Die Einheit ist schlank und glatt, passt leicht in deine Tasche und die magnetischen Patronen und Akkulaufzeit machen es zu einem großartigen Modell, welches man überall hin mitnehmen kann. Der Prohibited in the 5th Degree ist ein hervorragendes Modell für alle, die einen bequemen, hochwertigen Vaporizer suchen, der einfach zu bedienen ist und dir den Dampf gibt, den du möchtest, immer und immer wieder. Ich bin Kevin für T-Vape Deutschland. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und wie immer für alle Liebhaber, dampft weiter!